Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi und das da ist der Daniel, gerade frisch aus Los Angeles hier eingetroffen. Ha! Ja, extra einfliegen lassen, hat das auch ein Schweinegeld gekostet, das Ganze. Ja, immer. Ja, wollen wir gucken, ob es wert ist. Ja. Kurz gerade eben hier ins neue Jahr und schon auf die Kacke gehauen. Mann, so oh Mann. Halt, ja. Da geht die Kohle hin. Mhm. Ja. Am 3. Januar haben wir aber auch ein berühmtes Geburtstagskind. Und das da wäre? Mel Gibson. Ja, mit dem habe ich ja gerade dann in L.A. Und, alles klar. Ja, Blödsinn. Aber dieser Mann, drei Filme, Mad Max 1, Mad Max 2, Mad Max 3. Jenseits der Donnerkuppel mit Tina Turner, der letzte. Weltklasse. Weltklasse-Filme. Also das war so meine Jugend halt. Ne? Ja, fandst du gut? Fand ich richtig gut. Mad Max 1 habe ich mal angefangen zu gucken. Konnte ich nichts mehr anfangen. Und hast du an der Stelle, wo der Helm und das Baby geflogen sind, hast du dann ausgemacht? Weiß ich nicht mehr. Vielleicht muss ich es heute nochmal probieren. Ich habe es, glaube ich, vor 10 Jahren oder sowas. Ja, also heute, wenn ich den heute angucke, denke ich immer, dass so die ersten 15 Minuten ist so ein bisschen independent-mäßig gemacht. Und so unter der Prämisse solltest du vielleicht nochmal reingucken. Ist gar nicht schlecht. Also ich finde es nicht schlecht. Naja. Was er aber auch gemacht hat, der Patriot, Braveheart, ist klar, kennen wir alle. Was er als Filmregisseur gemacht hat, die Passion Christi. Ah, der ist ja auch Regisseur auch unterwegs gewesen, genau. Ja, aber hat er nicht auch gemacht, was Frauen wollen? Ja, als Regisseur. Ja, als Schauspieler, als Hauptdarsteller. Mhm. Da war ich auch im Kino gewesen. Fand ich kacke. Ich glaube, ich mit meiner damaligen irgendwie unterwegs da und ich fand's kacke. Ja. Kennst du das auch mal, wenn du auch mal irgendwie dich da reinfinden würdest, ein bisschen empathischer wärst und so, dann würdest du auch mal verstehen, was Frauen wollen. Halt die! Und da haben wir uns getrennt. Ja. Nee, ich habe sie nicht geschlagen, um Gottes Willen. Nein, nein, nein. Ja. Nur verdroschen. Am 3. Januar 1932 wird in Indien Mahatma Gandhi als Mitglied der Unabhängigkeitsbewegung verhaftet. So, jetzt guckst du aber leid, ne? Mahatma, ja? Glück, Mahatma Pech, Mahatma Gandhi. Ja, 1932 wird Mahatma Gandhi am 3. Januar verhaftet. Tja, das war halt so. Okay. Fakt des Tages. Oh, Fakt des Tages! Fakt des Tages. Man muss ja manchmal echt staunen, was so alles gibt auf dieser Welt. Aber ich lese es jetzt mal, lasst es euch auf der Zunge zergehen. Es sterben mehr Menschen pro Jahr an Sektkorken als an Spinnenbissen. Wobei jetzt nicht drinsteht, wie das vonstatten läuft, ja, wie das abgeht. Beißen die den Korken ab, beschlucken sich da drin und ersticken. Ja. Schießen die sich ein Auge damit aus und verbluten? Ja. Oder, ich kann mir vorstellen, also so machst du auf, ab und geht nicht. Ah, so, du meinst so diesen Neckshoot. Ja. Und dann erstickst du dran. Ja. So, wie, das ist wie, so ein bisschen wie Kurt Cobain dann. Ja. Ja, aber nur mit Sektkorken. Okay, also Fakt. Also an Spinnen, also das heißt aber dann im Umkehrschluss, heißt ja, so viele Leute spinnen nicht an Sterbebissen. An Sterbebissen. die sterben nicht an Spinnenbissen. Also ja. Sowieso, die Angst in Deutschland ist sowieso komplett überdimensional übertrieben, weil in Deutschland gibt es keine, soweit ich weiß, keine Spinnen, die irgendwie giftig sind. Es gibt die Kreuzspinne. Ja, aber nicht tödlich. Naja, tödlich nicht. Für ein kleines Kind vielleicht. Oder wenn jemand allergisch ist, könnte einen anaphylaktischen Schock kriegen, aber eher unwahrscheinlich. Also die Wahrscheinlichkeit ist so gering, da schippst du eher am Sektkorken. Ja, stimmt. Ja. So gesehen, ja, gut, siehst dass du dabei bist. Dankeschön. Ja, das war der 3. Januar. Wir sehen uns morgen wieder am 4. Januar. Da gibt es wieder ganz viel Angeberwissen. Bis dahin sage ich Cheerio, Miss Sophie.